Hallihallo und herzlich willkommen zum Teaser für die Season 9. Tyranny heißt sie, also Tyrann. Und es ist schon relativ bald Start. Am 28.09. geht's schon los. Wir haben letzte Woche ein paar Infos bekommen. Ich fasse die mal zusammen. Die Endregion für die neue Season wird die Grenzlande und die ist ganz im Westen hier eingezeichnet. Aktuelle Hauptregion ist ja Maoyang und die Hauptregion im Ersten, ich weiß, sind meistens immer irgendwie umschlossen von den anderen Gebieten. Und da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Was kommt da dazu? Ne, hier sehen wir gerade mal die Grenzlande. Kommt wirklich vielleicht sogar Umberia zurück und Ogoya zurück, damit dann wirklich Grenzland kompakt ist. Und fällt ganz im Osten, fällt wirklich das neue Gebiet, Longtime, fällt das auf einmal runter? War das wirklich nur für eine Season da? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, was eure Gedanken sind. Ne, dann hätte man da quasi die Karte gehabt, wie es quasi von den ersten Seasons war. Da war ja auch wirklich immer Stadt der Eroberer, auch das Endziel. Ich meine, ne, die Region hatte wirklich an Wertigkeit verloren. Vielleicht back to the roots, vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht. Wie findet ihr das? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber wir machen jetzt weiter mit dem Kampfpass. Der ist nämlich hier eingezeichnet auf Stufe 1, also ne, Kampfpass Stufe 1. Sieht dann ungefähr so aus. Finde ich relativ schick. Gutes Outfit, ne? Thema Tyranny, Rebellion. Ich glaube, es trifft es hier ganz gut. Und einige von euch mögen ja diese schweren Rüstungsstile. Und da muss ich sagen, also das machen sie immer echt top. Kommen wir nun zum Kampfpass der Stufe 100. Natürlich müsst ihr den dann kaufen in den Kampfpass. Free-to-play wird es den nicht geben. Und der sieht auch natürlich bockenschick aus, wenn das wirklich dann so designt ist. Ja, Platte ist meistens immer gut. Und ja, was gibt's noch? Und zwar geht's gleich zu den Season-Units. Da habt ihr ja schon in MyGames ein bisschen was gesagt. Und zwar, es gibt hier nämlich 3 neue Units. Davon eine Axtwerfer-Unit. Keine Ahnung, was die sein wird. Wahrscheinlich T4, weil nämlich der Reiter mit Speeren Tier 3 wird. Das ist schon bekannt. Und zum Schluss kommt wahrscheinlich dann noch die explosive Streitmacht aus dem Osten, die uns dann helfen wird. Ich vermute hier die Schengi-Grenadiere. Bin mir aber nicht sicher, es kann natürlich auch was anderes kommen, aber ich vermute, das werden dann die dritte Unit kommen. Hier sehen wir gerade mal ein Bild für die neue Unit, den Vorreiter. Das ist quasi ne, der Wurfspeer auf dem Pferd und hier mal das Video, die meisten werden es vielleicht schon kennen. Und sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, ist eine Tier 3 Unit, die wird jetzt nicht mega bockenstark sein, also, aber Tier 3 Wurfsperre, also in den Siege-Matches sehe ich die nur bedingt, muss ich sagen, die haben diesen Knockback-Effekt hier, dass sie Schildwelle aufcrushen können, klar, es war gerade ein Tier-4-Schildwall, aber stellt euch mal vor, dahinter sind ein paar Wesen oder sowas, dann sterben die wahrscheinlich relativ schnell. Auch dieses Drüberreiten scheint zwar jetzt ganz cool auszusehen, macht aber wahrscheinlich nicht wirklich effektiv Schaden, ist wahrscheinlich eher so eine Richtung. Ja, was soll ich euch sagen? Weiter geht's hier und zwar mit dem Schluss. Freut ihr euch auf die neue Season 9 und wie findet ihr die Infos bis jetzt? Denkt ihr, boah, zu zeitig, keine Pause? Schreibt mir in die Kommentare. Das war's soweit für meinen kleinen Teaser hier. Euer Lifehacks. Macht's gut. Bis demnächst.